Heute Morgen 8.30 Uhr gestartet. Wir haben ca. 9 Grad. Und wie man sieht, dicke Suppe über der Ems. Die Sonne versucht sich durchzukämpfen. Heute haben wir ca. 80 Kilometer vor der Brust. Ich habe lecker gefrühstückt. Alles gut. Ist ja irre, wie die Nebelschwaden hier über dem Feld hängen. Aber ansonsten kann man ja nicht viel sehen. Ich hoffe, die Sonne schafft das noch. Der Wetterbericht sagt, gegen 11 Uhr soll es mal eine Schauer geben. Aber ansonsten dann wieder schönes Wetter. Dann hoffen wir mal, dass der recht hat. Ja, ein tolles Bild. Mit den Nebelschwaden. Super. Auf der anderen Seite ist die Ems. Wer eben aufgepasst hat, hat gesehen, dass sich die Ems wieder, beziehungsweise andersrum, dass sich der Dortmund-Ems-Kanal wieder von der Ems getrennt hat. Da hinten kommt wohl wieder eine Schleuse. Hier sind doch tatsächlich mal Binnenschiffe. Hab ja bis jetzt noch keine. Doch einen habe ich gesehen gestern. Aber sonst waren es zwei oder drei Freizeitschiffer. So. Hier ist auch einer, der filmt beim Radfahren. Hier ist die Schleuse Hilter. Nichts los hier. Da kommt wieder die Ems zum Dortmund-Ems-Kanal. Oder andersrum, der Dortmund-Ems-Kanal zur Ems. Ist ja traumhaft schön hier, diese Ruhe. Hört mal die Vögel schon, wie die zwitschern. Super schön. Jetzt kommen wir nach Laaten. Die haben aber auch hier einen imposanten Dom. Da ist der Dortmund-Ems-Kanal. Habe ich schon gesagt, übrigens seit ca. 20 Minuten ist die Sonne voll da. Und wenn ich so da hinten rüber Richtung Westen gucke, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus für heute. Jedenfalls besser als heute Morgen auf dem Wetterradar. Hier ist wieder so eine herrliche Allee. Kastanien,
Kastanienallee. Super. So, Papenburg, 30 Kilometer. Emsradweg. Da ist das Schild wieder. Also, ich bin noch richtig. Der Radweg gehört übrigens wieder uns. Was will man mehr? Ach, der Peter ist auch wieder da. Na, ist ja gut. Da bin ich schon wieder alleine. Schleuse Düte. Auch nichts los. Mensch, der Schleusenwärter hier. Der muss doch jedes Mal aus tiefem Schlaf geweckt werden, wenn so ein Binnenschiffer den Abrufknopf drückt. Oder über den Sprechfunkkanal den Schleusenwärter anspricht. Wenn hier nur alle 14 Tage ein Schiff kommt. Wir fahren jetzt auf Steinbill zu. Wir haben aber auch einen tollen Dom hier. Okay. Hier geht es wieder über die Ems. Scheint jetzt sich aber plötzlich doch zu bewölken. Aber Richtung Süden sieht noch gut aus. Aber wir fahren ja leider Richtung Norden. Da im Westen. Wird auch düster. Naja, wir ändern eh nichts dran.
genießen wir diesen herrlichen Weg. Wahrhaftig ein Frachtschiff. Das will wohl hier anlegen. Edelweiß. Morgen. So, hier zwischen den Bäumen kann man sehen. 2,3 Kilometer. Rechts geht die Ems wieder weg. Und hier links ist der Dortmund-Ems-Kanal. Geht weg und da kommt direkt eine Schleuse dahin. Meine Güte, was ist hier noch Platz? Unheimlich, diese Felder. Diese riesigen Felder. Was ist es bei uns im Rheinland doch eng? Was hängen wir doch da aufeinander? Das ist ja unheimlich. Hier das Ried am Ufer. Ob das auch mal geerntet wird, abgeschnitten wird, für Rieddächer. Könnte sein hier im Emsland. Hier wieder eine große Schleusenanlage. Da links das Schleusentor geht gerade runter. Geht zu. Jetzt kommen wir nach Aschendorf. Du hast die Tour verlassen. Die Tour liegt hinter dir im 60. So, jetzt bin ich in Papenburg. Hier am Stadtkanal. Das ist ja nett hier. Sieht aus wie in Holland. Jetzt fahre ich aber, glaube ich, mal auf die andere Seite. Oh, da ist ein Bäcker. Sollte ich da eventuell... Da setze ich mich jetzt hin. Ich bin jetzt hier in Papenburg. Mitten in der Stadt, an einem alten Kanal. Herrlich hier. 11 Uhr. Es ist trocken und ich denke mal, es bleibt auch trocken heute. Ich werde wohl leer auch trocken erreichen. Ich habe jetzt hier ein Schnäckchen und eine schöne Tasse Kaffee. Hier bin ich jetzt am Rathaus von Papenburg. So, die Uschi hat mich jetzt seit Papenburg, das waren ja gute 5 Kilometer, an einer gut befahrenen Straße entlang geschickt und will mich jetzt oder wollte mich jetzt auch weiter Richtung Leer an der B70 entlang schicken, noch bestimmt 10 Kilometer. Da habe ich keine Lust für. Jetzt habe ich gerade das Schild gesehen, hier links rein, nach Leer Fahrradweg 15 Kilometer. Dann nehme ich den doch. Jetzt muss ich mal gucken, wo es lang geht. So, Knöpfchen habe ich gedrückt. Der gute Mann am anderen Ende sagte mir, ich sollte mal einen Moment warten, es kommt noch ein Zug. Und dann wird er wohl die Schranke öffnen.
So, der Zug nähert sich. So, haben wir wieder was gelernt. Nach 12, 13 Kilometer bis Leer. Da hinten scheint ja wieder der Deich zu sein von der Ems. Ansonsten viel Feld und Flur. Da hinten in der Ferne kann man wohl Leer sehen. Die hohen Häuser, die Lagerhäuser, Kräne. So, jetzt gehen wir mal hier auf den Deich. Und dann gucken wir mal, was uns da empfängt. Hinterm Deich. Ob da die Nordsee ist? Lass dich überraschen. Also im Moment sehe ich hier Wiese und jede Menge Schafscheiße. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Also, es ist nicht die Nordsee, es ist die Ems. So. Ach, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, es scheint die Sonne. Aber schon lange. Also bestimmt schon eine Stunde, anderthalb. Ich sag ja. Wenn Engel reisen. Hier sitze ich auf dem Deich auf einer Bank und schaue auf die Ems. Die Ems ist schon mächtig breit geworden. Ein Zeichen, dass es bald zur Nordsee geht. Noch eine Episode am Rande. Jetzt habe ich mir heute Morgen vom Frühstückstisch zwei kleine, wie heißen die Dinger, Schokocroissants mitgenommen. Die wollte ich jetzt gerade essen. Und sind mir beide aus der Serviette gefallen und hier in die Schafscheiße. Ja, das war dann wohl mein Picknick. Und die Schafe, wenn sie wiederkommen, freuen sich. Da ist ja der Verein, der die ganzen Köttel verursacht. Hört mal, geht mal 500 Meter Richtung Süden. Da liegen zwei Schokocroissants für euch. Habt ihr mal was anderes zwischen den Zähnen, wie immer nur das grüne Gras. Ja. Kann ich auch. Die haben aber nicht ganz so ein blödes Gesicht wie die Dechselschafe. Die haben ja ein selten blödes Gesicht. So, hier müssen die Fahrräder absteigen. Aber das ist auch nötig. Ich komme ja kaum mit den dicken Gepäcktaschen hinten durch hier. Zwischen die Tasche, wenn der Zug kommt hier, dann ist aber Lärm in der Bude. Aua.
fällt mir gerade ein, heute wird der Charles gekrönt. Herzlichen Glückwunsch.